Sehr verehrte Frau Präsidentin, guten Tag, so jetzt geht der Pirat, ne? Was mag der wohl zu sagen haben? Also, ich möchte mich mal Ihnen gegenüber outen. Ja, ich bin Pirat und ich bin Schütze. Ich bin Neusser Schütze. Und wer Neuss kennt, der weiß, in Neuss kann man eigentlich nicht anders als Schütze zu sein. Und ich möchte noch was verraten. Ich bin ein Mensch mit Migrationshintergrund. Dafür kann ich jetzt nicht. Ich bin also nicht von hier, ich bin zugewandert in jungen Jahren. Aber warum erzähle ich Ihnen das? Nun, mir persönlich ist die wichtige Rolle bewusst, die das Schützenbrauchtum für unser Gemeinwesen spielt. Schützen übernehmen gesellschaftliche Verantwortung, sind kreativ und engagiert. Ich selber habe erfahren, wie wichtig es ist, als Fremder bei Freunden aufgenommen zu werden. Gut, ich bin auch in einem sehr progressiven Schützenumfeld aktiv. Bei uns gibt es viele Migranten und vor 2 Jahren hatten wir sogar ein gleichgeschlechtliches Königspaar. Und das in Neuss, meine Damen und Herren. Und somit tragen die Neusser Schützen einen wichtigen Beitrag zu so dringenden und notwendigen gesellschaftlichen Umdenken des Bewusstseins bei. Und apropos gleichgeschlechtliches Schützenpaar, liebe Kolleginnen und Kollegen der antragstellenden CDU, gleichgeschlechtliche Paare, das sind diese Leute, deren Diskriminierung Sie offensichtlich zur Staatsräson erklärt haben. Aber verzeihen Sie mir bitte diesen kleinen Seitenhieb. Ich versuche damit zu sagen, Sie brauchen mir nicht zu erzählen, wie wichtig das Schützenwesen für unsere Gemeinschaft ist. Und natürlich ist das Schützenwesen Träger des hier viel zitierten immateriellen Kulturerbes. Dazu stehe ich und meine auch, dass wir diese Tradition schützen und unterstützen müssen. Aber das ist heute hier nicht die Frage. Die Frage ist, ob wir uns heute im Landtag NRW einmischen in die Frage, ob das Schützenwesen offiziell als immaterielles Kulturerbe der UNESCO eingetragen werden soll und ob wir die Landesregierung auffordern, sich dafür stark zu machen, dass das passiert. Und ich frage Sie, mit welchem Recht sollte der Landtag oder die Landesregierung sich für das Schützenwesen einsetzen, aber zum Beispiel nicht für den Karneval? Denn der trägt genauso zum Erhalt lokaler Dialekte und Bräuche bei, wirkt integrierend, vielleicht auch nach dem 3. oder 4. Kölsch oder Alt. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, da sollte sich, so meine ich, weder der Landtag noch die Landesregierung einmischen. Es wurde extra zu diesem Zweck der Auswahl der besonders schützenswerten Kulturgüter eine unabhängige Expertenkommission eingerichtet. Und ich meine, dass wir dieses unabhängige Expertengremium diesem überlassen sollten, zu entscheiden, wer jetzt im Endeffekt das Rennen macht. Deshalb haben wir Piraten gestern hier einen entsprechenden Entschließungsantrag eingebracht. Der fand auf Zustimmung bei Rot-Grün. Heute ist es, gibt es einen gemeinsamen Änderungsantrag und schlicht dann zum Ende hin einen gemeinsamen Antrag. Darüber freue ich mich sehr. Und Herr Kerkhoff, Sie kommen ja aus dem HSK. Ja, ich komme aus Neuss. Beide sind Schützen. Vielleicht können wir mal zusammen ein Bierchen trinken gehen. Aber Ihren Antrag werden wir heute nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Langler. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Schäfer.